Hi und willkommen zu meinem nächsten Wunsch. Ja. Ich will eine Menge Kabel. Ich will eine Menge Kabel. Ich wünsche mir gerade eine Menge Kabel, die ich brauche für meinen PC. Nachdem, was ich letztes Mal als Wunsch hatte, dachte ich mir diesmal wieder ein bisschen leichtere Kost. Also, ich will gerade Kabel haben und ein Hub für den PC. Nämlich wieder, das wünschte ich mir gerade sehr. Das und noch ein paar andere Dinge, die damit zusammenhängen. Wisst ihr, ist echt, ich erzähle euch jetzt was. Da wir jetzt bloß noch ein paar Videos haben, kann ich ja jetzt mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich bin auf die Idee gekommen, euch diese Videos zu drehen mit den Wünschen, weil ich ehrlich gesagt gerade ein paar sehr große Wünsche habe, was nicht unbedingt immer für mich so die Sache ist. Und es sind alles so Wünsche, wo ich weiß, dass sie gerade nicht erfüllbar sind. Und das ist so diese Sache, wenn man weiß, dass man sich was wünscht, aber es nicht in Erfüllung geht, dann ja, ist es echt Mist. Und ich wünsche mir gerade, dass jemand mir eine richtig beschissene Entscheidung abnimmt. Ja, ich habe gerade eine Entscheidung, wo gerade ganz viele Menschen, und das weiß ich, auf dieser Welt sagen würden: Geil, das ist Luxusproblem. Luxus, voll cool, das würde ich so gerne haben und boah, krass, ich würde so gerne mit dir tauschen und überhaupt. Und ich habe das Problem, ich will nicht. Ich will nicht. Und es ist immer eine Entscheidung, es ist gerade so eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera und ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Und wenn du nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst, dann kannst du auch keine Entscheidung treffen. Ich weiß auch nicht, was die beste Entscheidung, die bestmögliche Entscheidung ist und die bestmöglich machbare Entscheidung. Und hätte man mir vor einem Jahr diese Entscheidung angeboten, hätte ich noch gesagt, okay, gut, ist machbar, machen wir, ist voll super. Aber dieses Jahr ist es nun mal faktisch so, dass es eine Entscheidung ist, die eben nicht nur um irgendwas geht, sondern da geht es auch um Geld mitunter. Und wir haben uns gerade eine Haushälfte gekauft. Da muss man sparen. Und es ist einfach so ein Mist, wenn man dann einfach sich so denkt. Oh. Und vor allem, es ist etwas, wo ich persönlich total mich aufrege, weil jemand eine Entscheidung für mich getroffen hat, eigentlich. Es ist dieses Prinzip, ich biete dir was an, aber eigentlich ist es eine Entscheidung, die ich für dich treffe. Oh, entschuldigt. Ich weiß nicht, ob ich euch jemals erzählen darf, um was es hierbei geht. Nein. Kann ich meine Sätze wenigstens zu Ende sprechen, bevor du mich unterbrichst? Ja. Ich wünschte, ich durfte euch davon was erzählen, aber das ist alles so ein verkorkstes, verworrenes Zeug, dass ich befürchte, dass ich da nie was sagen darf. Und ja. Seht ihr, das wünschte ich mir. Ich wünschte mir von Herzen, ich müsste euch nicht erzählen, ich wünsche mir Kabel, sondern ich wünschte, ich dürfte euch erzählen, was ich eigentlich mir gerade wünsche. Und zwar von Herzen. Gut, das war alles, was ich euch dazu sagen kann. Mehr darf ich ja nicht. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Wunsch. Bis dann. Tschüss.